Einen wunderschönen guten Morgen, YouTube oder Nachmittag. Kommt drauf an, wann ihr dieses Video anschaut. Es kann aber auch schon Abend sein und ihr liegt im Bett und wollt wissen, was sich in den letzten Tagen oder Monaten in diesem Kanal getan hat. Das Thema mit dem Auto, also für diejenigen, die es verfolgt haben, ich habe im Jänner 2022 mir ein Model Y Performance aus Grünheide bestellt und ich wurde immer wieder vertröstet. Ich habe ihn Jänner 2022 mir ein Model Y Performance weiß-weiß bestellt. Der Grund, warum ich diese Bestellung getätigt habe, war unter anderem die schnelle Verfügbarkeit. Das heißt, März 2022, man hat mich auch angerufen, März 2022, dass sie das Auto im März nicht ausliefern können, sondern erst in April. Und wenn ich das gesamte Geld überweise, damals die 63.000 irgendwas Euro, dann werde ich vorgereiht mit der Auslieferung. So Tesla Wien. Das habe ich auch gemacht. Dann hat man mich angerufen, es wird nicht April 2022. Und später hat man mich auch angerufen, ob ich Winterreifen haben möchte. Und in der App habe ich auch sukzessive immer gesehen, dass der Termin, der Auslieferungstermin, immer weiter nach hinten verschoben wird. Also von Juni 22, Oktober 2022, Dezember 2022. Und dann hatte ich sogar im Dezember einen Anruf und die haben mir gesagt, naja, vielleicht wird es Mai 2023. Und immer dieses so nach hinten schieben und am Anfang das gesamte Geld zu fordern, das hat, ja, da habe ich mich extrem geärgert und ich habe einen sogenannten Widerruf getätigt. Und währenddessen habe ich eben Bestandsfahrzeuge mir angeschaut von anderen Händlern. Also ich wollte einen Neuwagen haben und mir war das schon irgendwie egal, was es für ein Auto wird. So, am 13. Tag nach meiner Aussprache des Widerrufes habe ich schon einen Anwalt kontaktiert und ihn darauf vorbereitet, dass es eventuell ich seine Dienste in Anspruch nehmen möchte. Das war, glaube ich, der 20. Dezember und wir haben alles im Endeffekt vorbereitet für den Schrieb. Die ganzen Unterlagen habe ich ihm auch geliefert und am 14. Tag, also da musste der Anwalt doch nicht tätig werden, hat Tesla, ich 16 Uhr erst das Geld oder ist auf meinem Konto überwiesen, also ein unglaubliches Timing, was da gegeben hat. Und eine Stunde später habe ich einen Anruf von Tesla bekommen, die haben sich entschuldigt für dieses Thema und dieses Fauxpas, ob ich nicht ein Bestandsfahrzeug haben möchte, das in Deutschland steht, weil angeblich Gigafactory Shanghai hat eine Überproduktion gemacht und es sind nicht viele Autos bestellt worden, als was sie gedacht hätten. Und ich habe noch nachgefragt, hat das Auto irgendwelche Mängel, also dass da einer das Auto gesehen hat und dann gesagt hat, nee, ich storniere die Bestellung. Und die haben mir versichert, nein, das ist es nicht so. Und dann war noch dieses Angebot, dass man 10.000 Kilometer, wenn man das Fahrzeug vor dem 31. sein eigen nennt, diese 10.000 Supercharger-Kilometer gratis dazu bekommt, wenn es sich ausgeht. Naja, dann habe ich mir doch gesagt, okay, gut, dann nehme ich ein Tesla Model 3 statt Y in der Performance-Ausstattung, innen weiß, außen in grau. Das hat dann weiterhin so ausgesehen, dass ich bei Tesla eben angerufen habe, ob sich das eben ausgeht, weil es sind ja auch Feiertage oder es waren ja auch Feiertage, die man zu berücksichtigen hat bei der Auslieferung. Das Geld haben sie innerhalb von 2 Tagen gehabt, also am 23.12. und dann haben sie mir versichert, dass sie die COC-Papiere mir schicken und am 28.12. um 15.30 Uhr ist oder wäre die Auslieferung geplant gewesen. Da kam es ein bisschen zu Verzögerungen, aber den 28.12. haben sie halten können. Die COC-Papiere, die sind nicht rechtzeitig gekommen. Das heißt, ich war einen Tag vorher im Tesla Wien Store und habe mir die COC-Papiere persönlich abgeholt. Und am 28.12. ist das Auto angekommen, weil am 27.12. war es noch unterwegs. Und am 28.12. ist das Auto angekommen und am Nachmittag habe ich es abholen können. Und ja, jetzt bin ich doch bei Tesla geblieben und habe ein sogenanntes Tesla Model 3 Performance.
Ich nehme euch jetzt mit zum Kapor. Ich hoffe, es hat euch dieser Kaporn gefallen. Mir auf jeden Fall hat es wieder Spaß gemacht, für euch ein Video zu drehen, ein Video zu produzieren, vor allem über das Tesla Model 3 Performance. Ich würde mich über ein Abo freuen. Schreibt mir in den Kommentaren, was eure Erfahrungen sind. Falls ihr entsprechende Wünsche habt, was ich für euch drehen soll, schreibt es mir auch gerne in den Kommentaren. Vielleicht die Ladepolitik in Österreich für all jene, die hier eine Unterstützung brauchen, kann ich auch aufzeigen. Ansonsten Abo nicht vergessen, Like nicht vergessen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Ciao!